Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Es ist Freitag. Na, ich bin ja gespannt. Wenn ich meinen Ladeauftrag bekomme. Gestern kam nämlich keiner mehr. Hat er wahrscheinlich irgendwie Es rollt, das ist schön. Hat er wahrscheinlich irgendwie versimst, mein Disponent. Naja, wird schon einer kommen. So, jetzt fahren wir erstmal nach Wallersdorf. Meine Guten. Wann sind wir da? Kurz nach 6. Ach, auf in den Kampf, Freunde. 9 Stunden Pause sind einfach zu wenig. Einfach zu wenig. Wenn man verwöhnt ist wie wir und die ganze Woche so viel Pause hatte jeden Tag, 12 Stunden, 13 Stunden, sind 9 Stunden einfach zu wenig. Wir haben nämlich heute wirklich nur 9 Stunden gemacht. Effektiv 9 Stunden und 3 Minuten. Das ist einfach zu wenig. Dann wollen wir halt mal wieder ins Weltgeschehen eingreifen heute. Heute müssen wir Richtung Regensburg fahren. Nicht hier runter, sondern die nächste runter. Drauf, nicht runter, drauf auf die Autobahn. Einmal über die Autobahn und dann drauf auf die Autobahn. Ach, so richtig fit bin ich noch nicht. Merkt ihr das eigentlich? Glatteis gefahren, na klar. Glatteis gefahren. Stand jetzt gerade dort dran. So, meine Guten, dann lasst uns mal losdüsen. Ich denke, wir fahren über die B20, also die 3 hinter bis Straubing und dann die Abfahrt Straubing und dann die B20 runter. Das ist wahrscheinlich der kürzeste Weg. Ich hatte ein Haar in der Kusche. Jetzt ist die Frage, meins oder ein anderes? Meins. Jetzt sehen Sie den Fernsehfilm Das schwarze Loch. Anschließend meins, wie es singt und lacht, hat mal eine Ansagerin gesagt im Fernsehen. Wisst ihr eigentlich, wie man einen Cowboy ohne Pferd nennt? Nein? Einen Sattelschlepper. Ihr merkt, Klausi läuft wieder zur Höchstform auf, ne? Das kann wieder ein Tag werden, sage ich euch. Naja, lassen wir uns überraschen, was er noch so drauf hat heute. Ich befürchte, er singt heute wieder. Der singende Trucker. Schön ist es auf der Welt zu sein, sagt die Biene zu dem Stachelschwein. Ja, du und ich, wir zwei allein. Schön ist es auf der Welt zu sein. Meine ganze Scheibe schmutzig, Ferkel.
also im Kreisverkehr, dann links raus. Da hinten ist es doch. Langsam mal hell werden, Mann. So, Parkplatz-Mitarbeiter, Parkplatz-LKW. Also hier nicht, hier ist Parkplatz-Mitarbeiter. Hinten müssen wir dann irgendwo abladen, hier hinter und dann hier so, ich glaube hier so in das Tor da irgendwie rein. Ach, ich habe das noch so dunkel in Erinnerung, aber das ist schon, wie lange ist denn das jetzt schon her, dass wir hier waren? Ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr? Ja, ich glaube ins Werk rein, dann müssen wir rechts und dann müssen wir den ganzen Weg, ach hier müssen wir rein. Hier müssen wir rein, hier in das Tor. Genau, hier den ganzen Weg hier hinter und dann hier über den Platz so in das Tor rein. So, mal gucken, wo wir uns hinstellen hier. Überall. Alles voll. Ich würde sagen, wir bleiben gleich hier stehen. Hier kommen sie alle an uns vorbei. Genau, wir bleiben gleich hier stehen. Ich denke mal, das wird nicht lange dauern. Da drüben drin sind wir dann. Da laden sie uns ab in der Halle hier. Da kommen wir dann wieder raus, wenn wir fertig sind. Standlicht anlassen, dass sie mich sehen. So, Freunde, wir sind da. Ach, ja, jetzt hast du der alte Große, sie haben ihr Ziel erreicht. Weil mein Navi mich hergeleitet hat, du Troller. Habe gerade meinen Schnipsel bekommen, meinen Ladeschnipsel. Wir laden in Regensburg für Leipzig. Heute musste ich an einer ganz anderen Stelle abladen. Da musste ich hier hinten, ganz hinten rumfahren und dann so rum und so rum und so rum. Hier in das Tor musste ich heute rein, nicht in das Tor. So, mal gucken, ob sie uns rauslassen hier. Ja. Sehr schön. LKWs so rum steht hier. Also, wir fahren jetzt nach Regensburg in die Leibnizstraße. Das ist das, wo wir schon mal waren, wo wir, wenn wir von der Autobahn runterkommen, von der A3 dann gleich links, wisst ihr schon, was ich meine, ne?
Ja, sonst haben wir immer hier abgeladen, aber heute haben wir mal da ganz hinten abgeladen, in so einer anderen Halle. Die sieht genauso aus wie die hier, aber ist anders. Ach, das ist die 9N, siehst du? Und ich war in der 9S. Aha, alles klar. Das ist der kleine feine Unterschied. So, wir fahren dann aber gleich wieder die B20 hoch. Gleich wieder die B20 hoch auf der A3. So, hier am Kreisverkehr rechts raus. Da sind wir ja auch gekommen. Jetzt ist es wenigstens hell, ne? So, meine Guten, dann lasst uns mal aufzwicken. Uhr 9:30 müssen wir dort sein. Das schaffen wir locker. Ja, da lernt man wahrscheinlich wieder bloß Leergut. Und da kommt es auf die Minute auch nicht drauf an. Ne? Also. Vorne ist die Solarstraße, da ist der Rudolf. Was ist denn die Straßen hier? Die hat das Ding gar nicht. Die gibt es aber schon 1000 Jahre. Kennt das Vieh hier gar nicht, das Dingens hier, das Tablet. Ich frage mich, was das wieder für eine Software ist. Seitdem ich das neue Tablet habe, ist das so grottig. Teilweise nimmt es das Ziel gar nicht an, weil es das gar nicht kennt. Nach vier Höfen. Seht ihr? Und ich muss jetzt hier rein, oder? Ja, hier muss ich rein. Ach, hier fehlt das Schild, siehst du? Da haben sie das Schild gemerzt. Manchmal tut der ziemlich hoch, bevor er schaltet. Komisch. So, Freunde. Lasset die Spiele beginnen.
Lasset die Spiele beginnen. Boah. So, meine Guten. Da ist er. Da ist er. Passau wollen wir ja nicht, wir wollen ja nach Regensburg. Hier mit dem großen Schlenkrisch drin. Nee, das war glaube ich der andere Seite. Oder? Weiß ich jetzt nicht. Doch, das war das mit dem großen Schlenkrisch drin hier. Hier mit dem Schlenkrisch hier, genau. Da habe ich mich doch immer drüber aufgeregt, wo wir noch lange LKW gefahren sind. Also hier auf den ganz langen Dingolfing-Treifstrukturen. Das ist ja nicht mehr die, das ist ja jetzt eingestellt, die Produktion. Weil das Auto nicht mehr produziert wird. Hier ist Sennebogen. Spielen zwei Hunde. Ach grün, ich bin da. Sag ich doch. In 1000 Meter für über 2,8 Tonnen verboten. So, was macht ihr hier von der Veranstaltung? Kleinen Morgenschwatz oder was? Ach, der Duvenbeck will bestimmt auch zu BMW. Der findet's nicht. Ha, ha, ha. Den gefragt, wo es hier zu BMW geht, denke ich mir mal. So wie ich es letzte Mal auch gefragt habe. Der hat nämlich so gezeigt, so der andere LKW-Fahrer. So, was machst du denn jetzt? Bleibst stehen, fährst weiter, bleibst stehen, fährst weiter. Fahr doch einfach weiter. Das kommt weiter hinten. Hier ist Osram. Leuchtest du wie eine Osram-Birne. So, meine Guten, dann verabscheue ich mich erstmal von euch.
Aber ihr dürft ja eh nicht mit rein, ne? So, seht ihr das? Jetzt müssen wir hier ganz vorsichtig raus machen, weil das nämlich arscheng ist hier. Schön sachte. So, jetzt. Da hinten parken sie, schau an. Naja, haben wir wieder volle Hütte, ne? Ja, sind wir auch um 4 Uhr rum zu Hause. Passt schon. Ich konnte nicht immer meine Scheiben fertig putzen, weil ich dann nämlich gleich wieder den Platz frei machen musste. Und ich dachte, es dauert länger, weil das letzte Mal haben die das von sonst woher geholt, das Zeug, die Behälter, aber diesmal standen sie schon alle da. Dann hat er gleich angefangen mit beladen und dadurch habe ich bloß eine Scheibe geputzt, also hier die Seitenscheibe. Ne? Ja gut, euch kann ich ja hier vorne mit Scheibenspritzdings putzen. Und drüben, die ist noch nicht ganz so dreckig. Wichtig ist, dass ich hier was sehe. Schöner als ein Hänger. Mein lieber Mann. Ja, guckt, schon ist wieder grün. Kommt mal in die Gänge hier. So, noch 2 Kilometer, dann kommt die Autobahn. Aus dem Kino, schau ein. War wohl Schülervorstellung.
Vorstellung im Kino. Nicht da. Schwimmst du im Regen, musst du dich bewegen. Hier muss man aufpassen, hier ist der Blitzer. So, meine Guten, da vorne ist die Autobahn schon. Bin ich jetzt gespannt, ob jetzt was auf der Autobahn passiert ist oder ob es noch in der Stadt war. Wenn ich Glück habe, war es noch in der Stadt. Wenn ich Pech habe, ist jetzt auf der Autobahn irgendwas. Naja, das werden wir sehen. Das werden wir sehen. So, eine Pause müssen wir noch machen zwischendrin, weil ich unten keine gemacht habe jetzt hier. Und wir haben schon 2 Stunden weg und brauchen noch 2.15 haben wir weg und 2.30 brauchen wir. Das heißt, mir fehlen 15 Minuten. Na toll. Na ganz toll. Wegen 15 Minuten muss ich nochmal 45 Minuten Pause machen. Na ganz toll. So, meine Guten, auf zum Endspurt. Ach, die letzten Meter. Meine Lieben rufen. Ich höre sie schon. Ich höre schon die Walzis kläffen. Wow, 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 machen sie. Der kleine Schwarze, der weint immer, wenn ich komme, vor Freude. Der weint immer vor Freude, der kleine Schwarze. Ach, so ein süßer Walzi. So, meine Guten. Gleich haben wir es geschafft. Gleich haben wir es geschafft. Mal gucken, ob Platz ist. Ach, ist genug Platz. Es ist genug Platz. So, meine Guten, jetzt ist Wochenende. Rum, ob alles passt. Fliegerbremse angezogen. Hier hinten passt alles.
Ja, meine Freunde, so sieht's aus. Anlegkeil habe ich angekettet. Das gesehen, wie er angekettet ist. Hier schleichen nämlich finstere Gestalten rum. Musste aufpassen. So. So, meine Guten. Jetzt ist Wochenende. Ich wünsche euch eine stau- und knitterfreie Fahrt. Haltet schön eure Stoßstangen sauber. Einen schönen Abend, ein gutes Nächtle. Ein schönes Wochenende. Bis Montag 3:30, wie immer. Also gehabet euch wohl. Tschüssi.